Jana, zwei links neben Konstanze Klosterhalfen, die da das Feld ein bisschen teilt. Ziemlich genau in der Mitte dieser 20 Läuferinnen steht die Leverkusenerin, die ja seit dem letzten Herbst in Oregon trainiert. Nach den Ausflügen in der Halle in Europa wieder zurückgegangen ist und entschieden hat zu bleiben und beeindruckende Werte erzielt hat. Zum Beispiel ist sie die WM-Norm über die 1500 Meter gelaufen in 4:03, was erstmal nicht der Kracher ist, eine halbe Stunde nachdem sie eine 2:04 über 800 Meter gelaufen ist. Das sind die Rennen, die hart machen, die endschnell machen. Und in diesem Riesenfeld bin ich sehr gespannt, wie sich die 22-Jährige gebürtig aus dem Siebengebirge da behaupten kann. Almaz Ayana, hatte ich eben angesprochen, ist zurück nach mehr als zwei Jahren. Die 10.000 Meter Olympiasiegerin und Weltrekordlerin. Letztes Rennen 2017. Bin sehr gespannt, was die Äthiopierin schon wieder zeigen kann. Ein paar tolle, talentierte Afrikanerinnen noch mit dabei. Die U20-Weltmeisterin des vergangenen Jahres über die 5000, Beatrice Chebet und so weiter. Qualität über Qualität an der Linie, wenn Meetingdirektor Tom Jordan ruft, ob sie jetzt im Hayward Field in Eugene starten oder hier im Cobb Track and Angel Field in Stanford. Obiri, Gensebe Dibaba, das sind Multi-Medaillengewinnerinnen auf Weltebene. Und eben mit dabei Konstanze Klosterhalfen. Über die 1500 Meter Nummer 17 der Welt in diesem Jahr, 3000 Meter, ist sie im Freien noch nicht gelaufen, aber sie ist ja deutschen Rekord gelaufen im Winter. In der Halle läuft jetzt außen da ein paar Positionen nach vorne. Das Ganze hat sich noch nicht so richtig sortiert. Das Tempo ist auch noch nicht allzu hoch. Die Baba ist hinter den Tempomacherinnen. Dann Obiri, Agnes Tirop, Tenferi, eine weitere Äthiopierin, da an der Schulter. Vorsichtig an den Hochsprung-Weltrekord. Aber irgendwann, wenn überhaupt, dann wird ihn Lasitskene schaffen. Vorne Gidey und Dibaba, die beiden Äthiopierinnen. Dann Helen Obiri und Konstanze Klosterhalfen in vierter Position. Der Wahnsinn. Schnell war sie schon, vor allem in Europa, aber gegen ein solches Feld, gegen so viele Äthiopierinnen, Kenianerinnen, Hassan für die Niederlande, die da jetzt Dritte ist, ist ja auch aus Äthiopien stammend. Das ist der Wahnsinn, was das junge Mädchen da läuft. Den deutschen Rekord über diese Distanz hält sie schon seit zwei Jahren, seit Birmingham. Kann das in die Richtung gehen? Noch 500 Meter jetzt gleich und ich glaube ja. Gidey, das ist auch eine Überraschung, dass die da gegen Dibaba und Hassan vorne so wegläuft, sogar mit Vorsprung. Hassan geht jetzt vorbei an Gensebe Dibaba und Klosterhalfen hält da immer noch mit. Helen Obiri, die Weltmeisterin, weit dahinter. Sind 4 Sekunden Rückstand, die Obiri auf Klosterhalfen hat. Sie trainiert härter, sie trainiert mehr, als sie das in Deutschland gemacht hat. Aber dass das solche Früchte tragen würde, da bin ich jetzt echt ein bisschen platt.
Sifan Hassan, die war schon stark. Kann sie sich revanchieren? Sie hat verloren in Rom gegen... Nein, Rabat war es. In Rabat gegen Dibaba. Aber jetzt greift sogar Constanze Klosterhalfen Gensebe Dibaba an. Glaube ich das? Die letzten 100 Meter. Kommt sie da noch ran an die Überläuferin Gensebe Dibaba? Klosterhalfen zieht vorbei. Hassan gewinnt. Und zweite wird ein Mädchen aus dem Siebengebirge. Wahnsinn. Constanze Klosterhalfen läuft einen wahnsinnsdeutschen Rekord. 8:20:07. Das ist, liebe Freunde, halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übel geschnappt. Lieber guck mich an. Herbert Zimmermann, ich hoffe, er erlaubt das Klauen dieser Worte. Die schnellsten aller Zeiten sind vier Chinesinnen an einem Wochenende vor 26 Jahren gelaufen. Dann kommt jetzt Sifan Hassan. Und wer kommt dann? Dann kommt Constanze Klosterhalfen. Ich pack's nicht. Ja, Amant Duplantis.